So, Nationalfeiertag, neue Tour, wieder 10 Kilo Rucksack mit zweitem Akku, einer Menge Wasser zum Trinken. Gut. So, jetzt sind wir auf der Straße, wo die unten weggeht, hatte ich nicht gesehen, irgendwo hinterm Haus. Daher bin ich da jetzt einfach die Wiese raufgefahren. So, und da vorne geht das auch schon in einen Wanderweg über. Offenbar auch wieder ein sehr selten begangener. Ich hoffe, er ist nicht zu verwachsen. Sehr feucht hier, sehr rutschig. Ah, netter Weg. Sollte sehr steil sein und die Richtung passt mir nicht. Leider ist die Handyhalterung kaputt. Jetzt muss ich es immer aus der Tasche kramen, um einen Blick auf die Karte werfen zu können. Tini, bleib mal stehen, ich schaue auf die Karte. So, da sind wir sogar richtig. Der Weg ist weniger steil, als ich es angenommen hatte, laut Karte. Aber er schneidet halt die Höhenschichtlinien recht schräg. Boah! Aber so rutschig wie es ist, dürfte er gar nicht sehr viel steiler sein. Ja, der Hinterreifen ist auch schon sehr abgefahren. Der Maxxis Minion in 2,8 Zoll Breite. Da habe ich schon einen neuen bestellt. Ersten Hütte. Ja, nicht so luxuriös, aber immerhin. Aha. Offenbar eine Warnung, vermutlich an die Mountainbiker. Ja, leider ist der Wanderweg eine Straße. Recht langweilig zum Fahren. Aber wir haben ja noch 20 Kilometer in der Richtung. Ich denke, da kommen noch ein paar knifflige Wege. Naja, und überall die Jagdgatter. Da werden die Viecher eingesperrt, damit man sie dann ganz einfach abknallen kann. Da werden lauter Treiber in einer Reihe hingestellt, die die Tiere von einer Seite zur anderen scheuchen. In der Mitte sitzt dann ein Hobbyjäger am Schießturm und knallt auf die Vorbeilaufenden. Klar, dass er da nicht gut trifft. Oft schießt er ihnen dann nur ein Bein weg oder der Bauch platzt auf. Ein ekelhafter Sport. So, leider immer noch eine Straße,
Und da vorne sogar asphaltiert. Plus Schießturm, super. Also das habe ich mir anders vorgestellt hier. Hätte ich auch mit dem Auto herfahren können. Ah, Scheiße. Aber gut, wir machen auch Bewegung. Komm, Tini, weiter. Die lässt sich immer so von Gerüchen ablenken. Passiert mir nur selten. Tini, hopp, hopp. Immerhin überall Bänke mit toller Aussicht. Habe ich auch eine Abzweigung versäumt. Das war nicht so geplant, aber da vorne können wir dann gleich rechts abzweigen und ja, kommen dann wieder auf den Wanderweg. Ja, das ist blöd, wenn man das Navi nicht am Lenker montieren kann. Ah, wo ist die Abzweigung? Das sollte eine gewesen sein. So, Abzweigung gefunden. Ja, schön steil bergauf. Also ohne Motor mit dem weichen Untergrund. Ich glaube, da hätte ich schon geschoben. Zumindest nach einer gewissen Zeit. Also der ist recht sportlich geworden, der Weg. Aha, jetzt sind wir wieder am Wanderweg. Sehr gut. Ich hätte mal weggeputzt hinten. Es ist sehr rutschig auf den Wurzeln, die Nässe. So, kleine Wegsperre. Das erste Mal ein Single Trail. Stacheldraht entlang. Jetzt. Ah ja. Ast geht weiter. Single Trail. Ich sehe was. Na, da geht's aber ordentlich steil raus. Ja, landschaftlich hier ganz nett. Ein halbwegs naturbelassener Wald, nicht so dicht. Mischwald. Oh, Tini. Wieder steil. So, und immerhin bis dahin bin ich fahrend gekommen. Das heißt aber schieben, weil das ist hier sehr rutschig. Ah, verdammt.
es wird runter auch interessant, wenn das so rutschig ist. Ist euch verletzt? Ei. Und gebrochen? Ja. Okay. Oh, fuck. Ah. Was tun wir da runter? Da kommen wir ein bisschen runter, oder wie? Tini, nein. Tini. Hier. Ein Stück in der Richtung und dann rechts. Tini. Hier. Sitz. Ja, ich würde einfach mal ein bisschen abwarten. Meistens tut es am Anfang extrem weh. Brüche tun normalerweise gar nicht so weh. Das ist dann wahrscheinlich eine Prellung. Tini! Hier. Prellungen können sehr schmerzhaft sein. Und ich würde einfach einmal ein bisschen abwarten. Und wenn der Schmerz dann schwächer wird, weil wenn man sehr starken Schmerz hat, kann auch der Kreislauf ein bisschen eingehen und dann haut es einen noch einmal vielleicht auf. Also ich würde einfach einmal abwarten, weil Eile habt ihr ja nicht. Und wie gesagt, ein Stückerl runter ist aber recht steil, wurzelig, rutschig. Und dann rechts geht es dann letztendlich zu einer Ortschaft runter. Und da kommt dann auch gleich Tini, ja, nicht gesagt, neu. Nein! Wir stehen da weiter drüben, was wir da anders. Ja, Tini, hier, hier. Tini, nein! Tini! Also ich werde einfach ein bisschen abwarten und bis der Schmerz, wie gesagt, ein bisschen zurückgeht. So. Ich könnte auch weinen, weil das Schieben, das taugt mir gar nicht. Wobei zum Runterfahren dann sicher nett. Ups, Kamera rennt da noch. Grüß euch. Hallo Hunzi, servus. Hoppala. So Tini, wo bist du schon wieder? Sehr gut. So, also die meisten Höhenmeter haben wir jetzt scheinbar. Hoffe ich zumindest, von dem Steilen her. Okay. Es ist so rutschig. Ja, was? So mühsam hier, ja. Auch weil es so rutschig ist auf den Wurzeln. Aber da soll es wieder gehen.
Hallo. Okay. Grüß dich. Alles lieb, danke. Der Hund schwitzt nicht. Nein, ja, doch, mit dem Pelz. Ist ja schon noch heiß. Ui, schwierig. Sehr schwierig. So. Okay, geht schön steil runter. Wir müssen da weiter. Dann komm her. Na bumm, das ist ein Durst. Passt. Ja, und da sind überall die Felswände. Deshalb auch der Name Dürrewand. Von da unten schaut das wahrscheinlich recht unbewachsen aus, das Senkrechte. Wahnsinn! Ein Wahnsinn! Das Laub ist auch super rutschig.
Schon wieder ein Wanderer. Ah, okay. Gut, dann fahren wir. Dann fahren wir weiter. Nein, Tini, da bleiben. So, ich glaube, das und den unguten Bereich haben wir. Tini, nein, nicht zur Kante gehen. Ja, da geht es senkrecht runter. So, nein, du bleibst da. Vorsichtig, Tini. Vorsicht! Tini, kann man überall runterfallen. Vorsichtig. Nein! Dass du keine Höhenangst hast. Echt lästig. Da hat sie vor jedem Schaß Angst, aber vom Runterfallen hat sie keine Angst. Fuck. Oh. Ah, endlich kann man mal wieder rollen. Herrlich. Euch. Aha, eine Hütte. Oh. Noch luxuriöser und größer als die erste Hütte, die wir gesehen haben. Euch. Tini, nein. Abbleiben. Tini, Vorsicht. Was euch? Wo bist du? Hast du über Funk angerufen? Ich hab noch was gehört, aber war mir nicht sicher. Weil dann habe ich gewartet. Und dann habe ich mir den durch die Auto
Aber vorsichtig, Tini. Komm, tun wir weiter. Tini, komm, hier. Ja, jetzt kannst du noch den Hund begrüßen. Rindenspezialität. So, weiter geht's. Hopp, hopp. Oh, haben wir sogar mit dem Auto gefahren. Hallo. Grüß euch. Geht schon, danke. Super. Danke. Ganz lieb. Servus. Na, das war nett, dass die ausgewichen sind, weil technisch war das gar nicht so leicht zu fahren. Da ist gut zum Fahren. Ui. Grüß euch. Ja, super, danke. Ui, schon wieder was Steiles. Ach gut.
Okay. Interessant, obwohl da doch recht viele wandern, ist er recht zugewachsen. Ja, der Wald wächst schnell. Wahrscheinlich sogar schneller als früher, weil er nämlich gut gedüngt ist durch die Stickoxide. Danke an Volkswagen und Co. Hoppala. Jetzt hat das hier den Charakter doch völlig verändert. Nicht mehr verblockt, keine fetten Wurzeln, keine senkrechte Felswand knapp rechts neben dem Weg. Hier gleich zwei Wege. Also das hier kann man schon als Radweg bezeichnen. Da hat man keine Mühe, die Höhenmeter runterzuspulen.
Also es kommt aus einem Hindernis. Ah, noch ein Hindernis. Servus. Super, danke. Ja, und da fahren wir jetzt immer Richtung Schneeberg, der doch schon ein bisschen angezuckert ist. Ja, und wenn wir da immer geradeaus fahren, dann könnte man sogar auf den Schneeberg hinauf. Aber das ist dann eher eine Kletterei, müsste man das Rad tragen. Ja, auf einmal ganz warme Luft. Oh. Und so finster. Gleich ein guter Kameratest, ob sie die Lichtunterschiede gut abbilden kann, ob sie schnell genug ausregelt. So, schönes Platzerl. Eine kleine Lichtung mit Wiese. Ui, verblockt. Grüß euch. Geht schon, danke. Da muss ich die absteigen. Ja. Euch. Ah, auch ein Bordener. Nein. Im ersten Blick, okay. Jetzt schon wieder felsiger. Super ist das hier. Das sag ich.
Dankeschön, geht schon. Danke. Hallo, ja, super, danke. Slalomstrecke. So, jetzt schauen wir mal, wo der Hund ist. Da ist sie schon. Super, Tini, wow, die Schnellläuferin, super. Und brauchst du eine Pause oder geht es gleich weiter? Ich glaube, es geht gleich weiter. Ach, eine kleine Weide. Schön eng, bin gerade mit dem Lenker angestriffen. Seit neuestem sind die Wege am Boden mit fluoreszierenden Farben markiert. Das funktioniert viel besser, als wenn alle paar hundert Meter an einem Baum eine Markierung angebracht wird. Das reicht. Ja, da führt der Weg jetzt wieder knapp am Abgrund vorbei, wobei man davon praktisch nichts mitbekommt. Das sag ich. So, hier wird es wieder abgründig. Ja, los, danke. Ja, der ist sehr schön, der Weg. Aha, einmal Straße.
wieder schön. Eine Hütte. Okay. Ah, das wird das Ölerhaus sein. Kann ich das Rad ölen lassen. Tini, schau, Wasser. So, jetzt habe ich mich entschlossen, da weiter oben am Rücken zu bleiben. Am Anfang ist das noch eine Straße, aber dann wieder ein Single Trail. Ich hoffe, dass der halbwegs fahrbar ist. Hallo Herzi, komm schon. Das ist so rutschig. Scheiße. Grüß euch. Hallo. Nicht leicht, ja. Das ist Platz. So sei. Tini, da vorne? Nein. Dort. Dort ist der Schnippel. Der Schnippel. Ja. Eine gemeine Stelle. Okay. Da geht's gemein weiter. Okay.
Quatschig. Einfach zu weit weg. Okay, doppelter Zaun. Da ist dann noch einer. Zu steil, zu rutschig, zu verblockt. Schon zum Runterfahren. Nicht leicht. Runtertragen nicht leicht oder gehen. So eng, da macht man sich alles kaputt. Ah, der Weg ist mühsam. Okay, bisschen sehr eng hier. Ah, den Zaun. Ah. Wobei es gar nicht unpraktisch ist, dass es hier einen Zaun gibt. Runterplumpsen. Ich hoffe, der Weg wird wieder fahrbar. Schon stark, was die Hobbyjäger für Mühen und Kosten auf sich nehmen. Das ist ein doppelter Zaun hier und da unten dann gleich noch einmal, dass da auch ja kein Tier durchkommt. Der unten ist sicher 3 Meter hoch und dann unten noch so ein Baustall, damit sich da auch ja kein Fuchs durchbuddeln kann. Eine Sauerei. Sind leider recht rutschig, die 510. Ah, geschafft. Kommt den hier ab. Wow! Ja, die Kleine ist so geländegängig. Ich schaff das locker.
So, ich überlege, ob ich da überhaupt noch weiter will. Weil zum Fahren ist da überhaupt nichts. Das ist nur eine Plagerei. Wobei das jetzt alles wieder zurück wäre auch mühsam. Ja, das an da unten, dieser Drahtverhau. Totale Verschandelung der Gegend. So, jetzt habe ich die Hoffnung, dass man dann bald wieder fahren kann. Okay, jetzt schaut schon fahrbar aus. So, jetzt sieht man da schön diese Zaunkonstruktion, wie sie sich da kilometerweit durch das Gemüse zieht. Und alles nur, um die Viecher besser abknallen zu können. Komm her. Immer Angst, du könntest da irgendwo runterfallen. So, ich habe den Akku getauscht. Der hat zwar noch ein bisschen was, aber das hebe ich mir mal als Reserve auf. Gut. Jetzt probiere ich mal diesen Weg hier. Er hat keine Markierung, das ist auch kaum zu sehen gewesen. Aber in meiner Karte ist er eingezeichnet. Das führt dann da hinunter zu einer Forststraße. Aha, wo ist der Weg? Hurra! Scheiße. Vielleicht ist das doch keine so gute Idee hier. Also das ist hier doch kein Weg. So, da geht doch ein Weg. Ja, zum Glück ist der Motor gut geschützt mit so einem Alu. Ah, servus. Immerhin. Und lauter Schießtürme. Da unten bei dem Schießturm ist die Forststraße, zu der ich hin will. Jetzt schaut das hier zwar nicht mehr wirklich fahrbar aus. Naja, nur das Stück hier ist ein bisschen blöd. Aber weit ist nicht mehr. Na, ich bin eh noch genau drauf. Okay. Naja, teilweise werden diese Schneisen extra nur für die Jagd geschlägert, damit man bessere Sicht hat beim Schießen. Oh, also da ist jetzt wirklich sehr steil. Das Rad muss ich hergeben.
Ja, das sind sogar hier Spuren. Also ich bin genau am Weg. Leider nicht fahrbar. Die schönen Höhenmeter. Tini, langsam. Tini, zu mir. Tini, zu mir. Komm her. Ich bin halt nicht so schnell wie du, Schatzi. Oh, geschafft. Also das hier war jetzt dieser Wellness-Wanderweg. Am Anfang hat man noch fahren können, aber dann war es doch etwas zu steil. So, da wird fest gefüttert und dann auch gleich abgeknallt. Wieder am Rückweg. Was sag ich? Ja, also wenn der Grip gut ist, dann kommt man eh sehr steile Sachen rauf. Hey.